So, und da wären wir mal wieder nach dem Patch. Deswegen bin ich auch im Hauptmenü, nur für den Fall, dass wieder irgendwas schief geht. Eine Änderung, die mir sofort aufgefallen ist, ist... Na, wo versteckst du dich gerade? Hier ist jetzt so ein Krabbelviech, also so eine Spinne, auf dem Hauptmenü. Genau, da kommt sie gerade wieder. Ist nur ein kleines Detail, aber finde ich tierisch sympathisch. Also die Art, wie die Programmierer so ticken. Aber wir wollen spielen, wir wollen fortsetzen und wir sind hoffentlich genau da, wo wir aufgehört haben. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Tada, das sieht doch gut aus. Wir haben unseren komischen Helm auf. Unsere Töpfe sind alle da. Sehr schön. Und wie der ein oder andere vielleicht bemerkt hat, habe ich die Grafikeinstellung noch ein wenig hochgedreht. Gucken wir mal, wie es damit so läuft. Und ich habe die Patch Notes nicht gelesen. Ich war jetzt schon auch seit einer Woche oder so nicht mehr im Forum. Einfach nur, um mich nicht zu spoilern. Heißt, wir können uns schön überraschen lassen, was so alles Neues dazugekommen ist. Oder was verändert wurde. Also, wovon ich gehört hatte, war halt dieser Meter, dass man irgendwann wahnsinnig wird. Aber ich sehe kein... Oh. Das da ist neu, oder? Pause. Wow. Die Karte ist auf jeden Fall... Ups. Die Karte ist auf jeden Fall neu. Also ist alles wesentlich bunter. Das ist mir eigentlich schon ein bisschen zu bunt. Das ist zu comicartig. Vorher war das so ein bisschen düsterer. Das passte eher. Hm. Aber na gut, wir haben es schon mal bunt. Die Fleischstatuen sind auch eingetragen. Ich weiß nicht, ob die vorher schon eingetragen wurden. Hm. Sonst noch irgendwo neue Optionen? Unser Inventar ist immer noch gleich groß. Unser Rucksack ist da. Den können wir immer noch nicht da reinpacken. Schade. Hm, na gut. Wir sollten anfangen, was zu machen. Sonst ist der halbe Tag wieder rum. Wir haben nichts geschafft. Also erstmal Ressourcen sammeln, Inventar ausmüllen und dann gucken, wie wir weitermachen. Oh, genau. Forschungspunkte kann ich mal gucken. Also die Federn bringen 8 Stück. Mir ging es jetzt primär um das Gras. Es müsste jetzt eigentlich 40 werden. 41. Hm. Waren das vorher auch 3? Ich hätte schwören können, das wären 2 gewesen. Aber na gut. Wir machen einfach unbeirrt weiter. Was waren jetzt eigentlich unsere nächsten Ziele? Wir wollten irgendwann demnächst, nicht unbedingt in den nächsten 1-2 Tagen, nochmal durch den Sumpf durch, in das Jagdgebiet und im Jagdgebiet nochmal eine richtige Basis aufziehen. Und, na, du machst gut an. Und unterwegs wollten wir noch ein paar Steine kloppen und Eier klauen von den Tollbirds. Also, das ist echt eine Riesenstrecke. Aber ja, die zweite Insel zu nehmen für unsere Hauptbasis war echt eine doofe Idee. Okay, wir wussten vorher nicht, dass die Inseln begrenzt sind, aber so im Nachhinein, wie viele Inseln haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf der vierten Insel. Im Sumpf. Ha, ha, ha. Oh, apropos Sumpf. Wir haben noch gar nicht geguckt, ob es hier noch eine Abzweigung gibt. Weil die Karte geht ja noch ein bisschen noch weiter nach da. Das wäre natürlich richtig schick. Ha. Im Kopf rattert es gerade ein bisschen. Also wenn hier wirklich noch eine Abzweigung wäre, was cool wäre, dann könnten wir hier ein neues Basislager aufbauen, mitten im Sumpf. Also in diesem kleinen grünen Fitzel hier, wo keine Tentakel rauskommen. Das wäre doch mal interessant. Aber nee, wir haben ja keine Yaks, wir haben viel zu gefährliche Umgebung. Nee, lassen wir mal. Aber wir müssen im Sumpf auch noch was holen, und zwar diese Pflänzchen hier, um Papyrus herzustellen. Also ja, wenn wir irgendwann wieder losziehen, Papyrus einsammeln im Sumpf, den Bienenkorb da auseinandernehmen, damit wir woanders wieder aufbauen können. Hier Steine kloppen und Eier klauen. Hier einfach nur durchrennen. Oh, hier oben gab es auch Steine. Also die Insel hier ist eigentlich ideal, oder? Ich überlege gerade, ob wir jetzt permanent auf die letzte Insel umziehen. Weil wir haben hier tierisch viel Gras. Wir hatten hier die ganz vielen Yaks. Also wirklich irre, irre viele. Das war doch die Insel, oder? Ja, ich glaube schon. Irre, irre, irre viele Yaks. Wir haben nur keine Bäume. Aber die könnten wir ja pflanzen.
Und auf der Nachbarinsel haben wir gleich tierisch viel Stein. Also ja, das wäre eigentlich ideal. Das Einzige, was halt denn zu weit weg wäre, wäre der Sumpf für die Papyrusbüschel da. Aber vielleicht kann man die ja auch hier irgendwo wieder anpflanzen. Müssen wir ausprobieren. Na gut. Also ja, das könnte man echt anfangen. Aber ich will nicht unbedingt hier alles abreißen und da neu aufbauen. Das ist mir zu gefährlich. Ich würde lieber ein, zwei Trips machen, immer ein bisschen Ressourcen mitnehmen und da dann schon was aufbauen, ohne hier was abzureißen. Dass wir immer eine Rückzugsmöglichkeit haben. Zumal unsere Fleischstatuen hier auch alle hier sind und wenn wir sterben würden, tauchen wir hier auf. Wenn wir dann vorher unsere Basis abgerissen haben, dann wäre das nicht so gut. So, Tannenzapfen, genau. Davon haben wir aber noch recht viele in den Kisten. Die sollten wir auf jeden Fall alle mitnehmen zu der Insel. Tannenzapfen, Tannenzapfen. 40 Stück, ja, das reicht. Du kannst einfach mal da rein. Fallen wurden bisher noch keine ausgelöst. Das finde ich ein wenig komisch. Vielleicht haben sie da ja auch irgendwas dran gedreht. Weil die sind ja vorher immer im Sekundentakt schon fast zugeschnappt. So, euch verforschen wir alle. Euch verforschen wir auch. Ihr gebt jetzt 3 Punkte. Noch mehr Grund, Gras zu verforschen. Oh, so eine Grassohle können wir mal ausprobieren. Das waren ja 20 oder 40? Ich glaube 40 sogar. Wir sind bei 97. 20 Punkte. Nee. Also wenn es 20 vorher auch war, dann hat sich da nichts geändert. Oh, gibt es neue Sachen zum Erforschen überhaupt? Das habe ich gar nicht geguckt. Werkzeuge. Hammer, Axt, Schaufel, Pickaxt. Nö. Nö. Zelt. Kiefernetz. Schlafsack. Zelt. Nö, hier auch nichts. Turbo-Flammplot gab es vorher auch schon. Ja, du bist hungrig. Wir haben keine Kohle mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dürfte dann schon die halbe Nacht reichen. So, also, hier gab es auch nichts Neues. Gibt es hier was Neues? Nö. Kisten, B-Box, Schweinehütte, ein Vogelkäfig. Ein fröhliches Zuhause für unsere Vogelfreunde. Wir brauchen dafür 2 Papyrus, 6 Goldnuggets und Samen. Noch ein Grund mehr in den Sumpf zu gehen. Also das ist auf jeden Fall schon mal neu, aber bisher nur ein neuer Gegenstand. Ist ein wenig komisch. Beim letzten wurde ja so viel gemacht, deswegen bin ich ein wenig skeptisch. Aber erst mal was essen und dann können wir weiter gucken. Wahrscheinlich bei den Hüten wird jede Menge dazugekommen sein. Auch wenn die ja nicht so praktisch sind. Also Birdcage. Ja, es wird dunkel. Und was hast du gerade zu essen geklaut? Der stand hier neben dem Feld und hat gemampft. Also gut, hier gibt es nichts Neues. Zauber. Oh, ich sehe was Neues. Wir können die Amulette jetzt bauen. L, 10 Gold und ein roter Stein. Roter Stein, den hatten wir auch schon irgendwo gefunden. Ne, das war eine Biokiste. Da, ein roter Stein. Aber ja, die Amulette fand ich nicht so toll. Aber die kann man ja sehr stellen. Na gut. Und die Panflöte. Musik, um wilde Bestien zu beruhigen. Ebenfalls Papyrus. Wir müssen auf jeden Fall in den Sumpf. Also ebenfalls 10 Papyrus. Ne, 10 Reeds. Kein Papyrus. Das ist die Vorstufe Papyrus. Okay. Und ein Seil. Sonst nichts hier. Und bei den Hüten. Daberwest gab's schon. Top Hat gab's, glaube ich, auch schon. Miner Hat. Den hatten wir auch. Den haben wir sogar da, genau. Football Helm haben wir auf. Und das war wieder die Daberwest. Nö. Das war's an neuen Gegenständen. Also anscheinend nur das Amulett, die Panflöte und das Vogelhaus. Ja, das ist ja auch genug.
Ich meine, dafür, dass es nur eine Woche gedauert hat, bis der Patch rauskam, ist das schon echt ordentlich. So, vorher noch ein bisschen nachkippen. Eins, zwei. Essen, braten und nicht essen. Genau, 20 von dem einfachen Fleisch. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben noch drei Töpfe hier voll. Ja, doch. Kann man nicht meckern. Läuft so weit, so gut. Dich sacken wir nochmal ein. Dich auch noch. So. Was sagen eigentlich unsere Steinvorräte? Die brauchen wir ja auch für das Lager da drüben. Steine haben wir eine Menge, Gold haben wir eine Menge. Ich überlege mal ganz kurz. Also, was könnten wir morgen machen? Das Lager hier ist ja schon eigentlich recht gut ausgerüstet. Und ich habe nicht unbedingt Lust, jetzt das weiter auszubauen, wenn wir eh später langfristig hierher ziehen. Also das Lager lassen wir jetzt so, wie es ist. Was spricht dagegen, morgen in den Sumpf zu laufen? Es ist gefährlich, ja. Es ist aber immer. Und wir haben zwei Fleischstatuen. Was dagegen sprechen könnte, wir haben ein Inventar. Das müsst ihr noch kurz ausmüllen. Aber ja, das könnten wir morgen machen. Wir laufen in den Sumpf, laufen hier einmal rum. Gehen dann runter zu der Bienenhütte, übernachten da und kloppen schon mal die Biene runter. Wollen wir Ressourcen mitnehmen für unser Hauptlager da? Dann müssten wir wirklich von da aus auch gleich weiterlaufen. Das dauert wieder einen Tag mindestens, wenn nicht zwei. Was müssten wir überhaupt mitnehmen? Wir könnten doch einfach alles da herstellen. Also wir müssen Essen mitnehmen, ja. Dünger finden wir da für die Farm. Wir müssen echt nur die Pinecones, also die Tannenzapfen mitnehmen, wenn ich das richtig sehe. Gold finden wir da. Bäume sind noch nicht eingezeichnet. Aber hier und da müsste es auch Bäume geben. Ich wollte ja eigentlich extra warten, bevor wir wieder losziehen, aber irgendwie treibt es mich raus. Und hier ein richtig cooles Lager aufzubauen, ist irgendwie interessanter, als hier weiter rumzudümpeln. Vor allem, weil wir halt so weit am Anfang sind quasi und die ganz interessanteren Inseln zu weit unten sind. Also ja, wir misten jetzt unser Inventar aus, schnappen uns 40 Tannenzapfen, gucken, ob unsere Rüstung heil ist und so weiter und dann machen wir uns im Morgengrauen auf den Weg Richtung Sumpf. Was ja schon gleich ist. Also, ausmisten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die werden wir eh gleich wieder benutzen. Rüstung ist nur 52%, aber das ist okay. Das brauchen wir alles. Also außer die Samen, aber die finden wir immer neu. Flint. Haben wir, finden wir noch. Das Bienending fand ich nicht so überzeugend. Wir haben unser Speer, wir haben unseren... Oh, der Footballhelm. Da brauchen wir einen neuen. Ein Pigskin und ein Seil. Pigskin. Pigskin. So. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Dann haben wir einen Rucksack frei mit Krimskrams zum Einsammeln, was nicht viel ist. Und ich habe die Tanzhafe vergessen. Was nicht viel ist, aber es muss reichen. So, oh, Wilson-Haare nehmen wir mal mit. Die ganzen Tannenzapfen, genau. Und den Rasierer auch noch. Und ja, mein Inventar ist jetzt wieder voll gemüllt. Und wir haben nur noch 4 Slots frei, aber das kriegen wir schon hin. Sieht es einfach als extra Herausforderung. Und Bart und Rasierer habe ich mitgenommen, damit wir dann eine Fleischstatue aufbauen können. Wir haben da zwar nichts von dem guten Fleisch, aber wir haben genug Yaks in der Gegend. Also wirklich, wirklich genug Yaks in der Gegend. Davon können wir ein paar umbringen. Das schadet der Population ja nicht wirklich. Und selbst bei unseren 3-4 Yaks, die wir hier haben, sind wir gar nicht hinterhergekommen mit dem ganzen Einsammeln von dem Dünger. Also das passt schon. Das heißt, wir laufen da jetzt hin. Nachdem wir alles andere gemacht haben, also Papyrus sammeln, Karte aufdecken und so weiter, wir laufen zu unserem neuen Hauptlager. Da rasieren wir uns erstmal, versuchen ein bisschen Fleisch aufzutreiben und bauen da eine Fleischstatue auf. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie das funktioniert, wenn man mehrere Fleischstatuen auf einmal hat. Also ob man sie aussuchen kann, wo man respawnt oder ob es die letzte ist oder die erste oder wie auch immer. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir dann auch in der Nähe von dem Punkt
respawnen, wo wir gestorben sind. Wenn wir dann sterben. Und wir sind schon bei Tag 76. Sehr schön. Ja, hallo Schweinchen. Oh, du bist gutes Fleisch. Du musst mal ganz kurz herkommen. Du musst mal ganz kurz... Warum läufst du weg? Ich hab doch nur so einen Speer und will dich hauen. Okay, bleib stehen. Hier. Ja, das war dein Untergang. Und er hat nicht mal das gute Fleisch dabei. Aber ja, das scheint die beste Taktik zu sein. Einfach was zu essen hinschmeißen. Und idealerweise das Schweinchen umhauen, bevor es das Essen auf ist. Aber ja, so. Da ist schon mal ein Zwischenlager. Wir sammeln neue Samen ein, auch wenn wir nicht wirklich brauchen. Weil wir haben 20 Fleisch dabei. Wir sind auch schon ziemlich hungrig. Dann isst doch mal die Beeren. So. Sumpf. Vorsichtig sein. Was zur Hölle? Das war so nicht geplant. Mach mal die Tentakel da tot. Es funktioniert. Komm schon. Also, erste Sache, die mir aufgefallen ist. Es kommen wesentlich mehr Spinnen raus. Zweite Sache, anscheinend kann man die Tentakel jetzt permanent umbringen. Was schon mal sehr cool ist. Und die droppen noch andere Sachen. Das da, Tentakel Spike. Den habe ich vorher nämlich, glaube ich, nicht gesehen. Oh. Ja, also das ist schon mal eine Änderung. Sehr schön. Vor allem schön, dass man die Patch-Änderung sofort mitbekommt, ohne großartig lange suchen zu müssen. Das heißt, wir könnten theoretisch immer wieder die Spinnen anstupsen und dann nach und nach den ganzen Sumpf enttentakeln. Was ziemlich lange dauern dürfte, aber wäre machbar. So. Und ich nehme mal ganz kurz die Axt in die Hand. Um zu gucken, ob hier bei den Bäumen irgendwas gedreht haben. Oh. Die droppen jetzt Zweige. Und ein Holz. Oh ja, praktisch. Oh, Reeds. Die müssen mit. Also ja, wenn wir im Sumpf wirklich ein Lager haben würden, was wir nicht machen, das war nur Gedankenspielerei, aber wenn wir es machen würden, hätten wir hier auch automatisch eine Quelle an Zweigen. Die sind ja eigentlich im Sumpf nicht vertreten, nur hier auf dieser kleinen grünen Insel. Das finde ich schon mal schick. So, wir brauchen mehr Papyrus. Viel, viel mehr Papyrus. Für das eine Ding allein brauchten wir ja schon 10 Stück. Oh, vielleicht sollte ich die ausbuddeln. Ziehen. Und die mal alle in die richtigen Slots ziehen, damit es schneller geht. So. Und man... Wie geil, man kann das Ding als Waffe benutzen. Okay. Also, wenn das Teil wirklich neu ist... Wir waren ja schon eine Weile nicht mehr im Sumpf gewesen aktiv. Und haben schon gar keine Tentakel umgebracht. Also, wenn es neu ist, ist es eine coole Neuerung. Ja, es wird spät, das ist nicht gut. Aber wir haben den Minerhelm für Notfall dabei und wir haben erst einen einzigen Papyrus gefunden. Das ist doch albern. Oh, da. Also ja, es ist nicht mehr Papyrus, es ist nur Reed. Reed ist... keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Aber hier scheinen ein paar mehr zu sein. Und wir wollten ja eigentlich ausgraben. Nee, geht nicht. Nee. Na gut, es wird langsam dunkel. Ich schmeiß gleich den Minerhelm an und danach laufen wir Richtung Basislager. So, 8 Stück. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Dann werden wir kurz im Dunkeln durch den Sumpf laufen müssen. Und ich höre schon wieder Spinnen gegen den Tentakel kämpfen. Sehr schön. Tobt euch aus. Ist kein Problem. Und ich habe da gerade einen Frosch durchglitschen sehen. Für eine Sekunde. Komisch das Ganze. Aber na gut, wir brauchen den Minerhelm. Er funktioniert jetzt auch wieder. Letztes Mal war er ein bisschen buggy. Wahrscheinlich, weil wir den vor dem einen Patch gebaut haben und während des Patches wurden die irgendwie geändert.
Also nicht dieser, sondern letzter Patch. So, wir hätten gerne mehr Reed.